Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4 Zeit für Freunde. In der letzten Folge haben wir die Schicht mit Jenny angefangen, haben grundsätzlich nur ein bisschen Krams gemacht zu Hause, haben ein bisschen was im Garten gemacht und sonst nichts Großartiges eigentlich. Ist nicht eindeutig, verdammt. Das ist schlecht, wir gehen jetzt mal mit dir Röntgen-Dingens machen. Und dann passt das auch. So. Komm, ist mir egal, dass es dir nicht gut geht. Ich muss dich jetzt hier röntgen, damit ich beste Arbeitsleistung der Welt habe. Und ja. Vielleicht kann ich dich dann heilen. Dann muss ich bei der nächsten Schicht nur noch eine Person heilen. Und der Vollpfosten hat endlich die Teile repariert. So, einmal bitte rein da. So. Ich bitte einmal um Aufmerksamkeit, denn ich würde gerne röntgen. Ihnen ist warm. Ja, gut. Also, das ist okay. Das ist okay. Das ist auch okay. Okay, das auch gut. Ja. Kopf ist gut. Bisschen hohl, aber okay, Beine sind auch gut. Oberschenkel auch gut. Ja, Füße ist auch alles okay. Ja. Also, ich habe voll Spaß, ihnen da Strahlung durch den Körper schicken zu können, denn, was soll ich denn sagen, ne? Das ist ein bisschen krebserregend und so, und, wenn ich das ihnen in den Augen strahle, dann ist es auch nicht so schlimm, und ich meine, ich habe auch die Brust und, die Geschlechtsorgane nicht mit Blei geschützt, das heißt, ein Krebsrisiko ist relativ hoch, deswegen viel Spaß damit, so oft wie ich sie durchstrahlt habe, ja, mit Röntgenstrahlen darf man nicht spaßen. Das ist gefährlich. Das kann gefährlicher ausfallen, als man eigentlich denkt. Und das ist kein Witz. Das ist hier, Lehrstunde mit Daniel. Das ist nicht gut. Wenn der Arzt euch auffordert, das zweite Mal hintereinander euch röntgen zu wollen, dann lasst es lieber sein und sagt, nee, dankeschön. Nicht so. Wurde bereits... Dann messen wir die Temperatur nochmal. Ja, also dich heilen. Vielleicht finde ich ja noch was. Nö, irgendwie ja nicht so. Deswegen mache ich mal Laufbahntest. Vielleicht kommt da ja was bei rum. So, komm. Laufbahntest. Ja, laufen wir draußen vor den ganzen Leuten entlang. Das ist bestimmt voll die gute Idee. Ja, bitte, vorsichtig. Sind nicht eindeutig. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Kann ich nicht heilen? Oh, den geht's allen scheiße! Das ist nicht gut. Das ist verdammtags nicht gut. Ah, okay, jetzt habe ich auch noch die Auswahl, dass du gar keine Krankheit hast. Dann rede ich mit dir nochmal über den allgemeinen Zustand. Okay, komm, dann gehen wir jetzt früher. Yay, hat fantastische Arbeit geleistet. 1326 oder so, aber keine Ahnung, was da war. Ist egal, hat ja keinen Sinn. Wir haben ja gute Arbeit geleistet, deswegen können wir früher gehen, ist kein Problem. Ich meine, ich wollte jetzt Jenny da jetzt auch nicht abquälen und zu Hause kann sie sich immer noch am besten entspannen mit dem ganzen Kram. Wir müssten mal uns einen freien Tag nehmen und ins Wellnesscenter. So, nur die Mädels. Also Ellie, Jenny, Samantha und Kathy. Denn sie ist ja mittlerweile auch alt genug. Sie könnte auch mit. So ist ja nicht. Moin. Was ist denn nur falsch mit euch? Haben wir gar nichts mehr zu essen da? Nur noch Eiscreme? Oh Gott sei Dank, du bist da. Kannst du was kochen? Ein Gourmet-Menü zubereiten. Ja, bitte. Knoblauchnudeln. Bitte eine eine Partygröße. Bitte, bitte, bitte. Wo bist du überhaupt? Ach da, okay. Nein. Komm, setz dich da hin. Hat jetzt keinen Sinn, denn... Ernsthaft, das alles...
Ist egal, Hauptsache du kochst es überhaupt. So, koch dieses wunderschöne Gourmet-Gericht in der Hoffnung. So, ich platziere mal diese Deko-Eier mal hier bei dir. So, jetzt alles in so einen Scheißtopf. Sind das deine Hausaufgaben? Das sind nicht mal deine. Das sind deine. Geh die Hausaufgaben machen, Mädchen. Ist mir egal, ob du Spaß hast oder nicht. Und du kannst dich auch hinsetzen und auch ebenfalls deine Hausaufgaben machen. Für einen Simoleon verkaufe ich die alten Hausaufgaben und das Spielzeug verkaufe ich auch. Das brauchst du ja eh nicht mehr. Nein! Setz dich. Nein, hier, da, 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 da. Da, nimm ein Gericht. Nimm ein Gericht. Nimm dir das Drecksgericht. So. Ein Gourmetgericht. Das ist bestimmt voll lecker. Ausgezeichnete Qualität. Sehr, sehr lecker. So, ab in den Kühlschrank. So. Hä? Wo ist jetzt Kati hin? Dein Ernst? Sag mal, wo ist dein Problem? Setz dich dahin. Einmal, seid ihr alle bescheuert? Setz dich hier hin. Setzt euch verdammt nochmal an den Tisch. Und das schmeiße ich weg. Leute, ich verkaufe die Eismaschine. Ihr ernährt euch nur noch von dem Scheiß. Das ist voll nervig. Vor allem macht das nicht mal satt. Hör auf mit dem Eisessen. Mein Gott, du machst mich richtig aggressiv. Da. Ja, gib das jetzt her. Weg damit. Samantha, moin. Oh, Samantha, dir geht's nicht gut. Dann nimmst du ganz schnell auch ein Gericht. Und dann darfst du auch ganz schnell schlafen gehen. So, ist mir auch egal, dass ihr jetzt Ewigkeiten für die Hausaufgaben braucht. Hauptsache, ihr macht sie überhaupt. Und dann kriegst du auch was zu essen. Ach ja, ich glaube, ich habe schon einen Namen übrig. Ich habe noch keine Kommentare gelesen, weil ich das am Stück alles aufnehme. Also ich habe einen Tag gewartet und gehofft, dass da was kommt, aber ich gucke jetzt mal kurz. Vielleicht habe ich ja schon einen Kommentar bekommen diesbezüglich. Nee. Scheint nicht so. Okay. Never mind. Ist egal. Auf jeden Fall, wenn es ein Mädchen wird, nenne ich es Diana. Wenn es ein Junge wird, keine Ahnung. Jenny, dein Ernst. Ach, wenn du doch so müde bist, ne? Geh erstmal aufs Klo und dann geh einfach schlafen. Aber leg dich doch nicht ins Wohnzimmer. Ich bitte dich. So, wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen, dank Jenny und dank den anderen, die arbeiten waren. Ja. Was haben wir denn morgen für einen Wochentag? Ach, du hast gar keine Karriere. Wir haben morgen Donnerstag. Du hast frei. Während die alle essen, könntest du voll. Du kennst Ellie nicht mal? Oh mein Gott! Die kennen sich ja nicht mal. Die kennen sich ernsthaft nicht. Oh Gott. Und dann machen wir hier ewige Liebe erklären, weil wir so voll romantisch sind. Ah, okay, never mind, die geht schlafen. Ja, okay, dann lassen wir das mit der ewigen Liebe. Geh dich mal freundlich vorstellen, ihr wohnt in einem Haus und ihr kennt euch nicht, jetzt ohne Scheiß. Tatsache, er kennt die einfach nicht. Nein, nein. Du könntest mal, ach, ersetzen wir das einfach mal und dann gehst du mal aufwischen. Das wäre voll toll. Verspielt ist sie. Pff. Okay. So, und dann machen wir freundlich. Nach Tag fragen. Freundlich. Kennenlernen. Du hast deine Hausaufgaben natürlich wieder nicht mitgenommen. Nein, natürlich nicht. Okay. Was machst du da? Was ist das? Hör auf, das zu lesen. Spaß kannst du hier oben am Computer auffüllen. Spielst Sim Forever.
Du hast immer noch Hunger, das ist blöd. Warte mal, dann machen wir das so. Öffnen, dann deine Mutter hat was gekocht, das kannst du dann nehmen. Das Buch verkaufe ich jetzt, weil mich das nervt. Und du? Du Pfosten, wo bist du? Du gehst schlafen, okay. Das darfst du. Obwohl du hast voll Hunger. Egal, geh schlafen. Dann haben wir das wenigstens geklärt, dass du wenigstens jetzt was für deinen gesundheitlichen Zustand machst. Und Ellie? Nee. Wir machen jetzt alles ernten. Und das können wir weiterentwickeln. Was ist denn das? Basilikum, sehr hübsch. Gekreuzte Pflanze, sehr hübsch. Spinat, Kochbanane, okay. Okay, können wir die auch weiterentwickeln? Nö. Mehr Auswahl. Ja, du kannst auch ruhig mal gleich alle bewässern. Die hier musst du bewässern, glaube ich. Genau, und das kannst du dann auch weiterentwickeln. Ich habe gerade erfahren, dass heute Abend Geisternacht in der Bar ist. Hast du Lust mitzukommen? Klar! Oh, jetzt sofort. Na, okay. Egal. Das machen wir jetzt. Ein Ausflug in die Bar, das hatten wir auch noch nicht gemacht. Ach ja. Das wird cool. Mhm. Das wird sehr, sehr nice. So. Wenn das Spiel einfach mal schneller laden würde, dann wäre das auch kein Problem. So, wir sind in der Bar. Oh, hallo, dich hatten wir vorhin im Krankenhaus. So. Dann suchen wir sofort Toilette auf. Was davon ist die Frauentoilette? Das scheint, glaube ich, egal zu sein. Geh das mal verwenden. Das scheint, glaube ich, echt egal zu sein. Wer bist du? Hey, dich kenn... Ach, du hast uns eingeladen. Wer ist das? Oh, ein Geist. Okay. Ah, noch ein Geist. Ach ja, war ja Geisterstunde heute, ne? Da war ja was. Oh, noch ein... Hallo. Wer bist du? Bist du ein junger Erwachsener oder was? Jo. Nee, du bist ein Erwachsener. Du siehst aber seltsam aus. Mixerin. Ja, wir können es auch mal in Schale werfen. Party? Party-Outfit? Ja, damit kannst du dich ruhig da hinsetzen. Du musst noch ein bisschen was abnehmen für das Outfit, aber dann bestellen wir einfach mal, machen wir mal freundlich vorstellen. Ach, warte mal, du hast doch heute Geburtstag. Nee. Wer hat denn heute? Du morgen. Einsam. Okay, ist ja auch egal. Kann man mit dir tanzen oder so? Kann man überhaupt tanzen? Die Bar ist ja mega langweilig. Ich finde das voll langweilig. Das ist unglaublich. Aber da ist mal die Ellie ausgegangen, aber ich finde das trotzdem mega langweilig. Das ist unglaublich. So, wir müssen bei einer Gala Abendessen Silber verdienen. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Okay. Ein Gruppengespräch, so ist eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall mal ausgegangen. Ja, ist relativ aktiv, deswegen ich wechsle mal Kontrolle auf Jenny umschalten. Dann kann so lange Ellie auf jeden Fall da ihren Abend genießen. Und ich kümmere mich halt eben wieder um die Familie, damit da auch alles glatt läuft. Aber so wie ich diese WG kenne, da wird so einiges schief laufen. Das sage ich euch. Wenn nicht sogar alles. So. Ja, traurig, weil einsam. Was hast du denn da? In Foren provozieren, nee. Dann mach doch Web. Und dann machst du
Im Internet surfen. Ja, hör auf zu heulen. Oh, Rechnungen bezahlen. Stimmt. Verdammte Axt. Das habe ich ganz ver... Oh, verdammt, ich kann nicht auf ihr Inventar zugreifen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe vergessen, die Rechnungen zu bezahlen. Was war das? Und was machst du da oben? Dein Ernst? Hör auf. So, du könntest mal ein Bild malen. Landschaftsgemälde. Vielleicht können wir dann ein bisschen ausgleichen. Mit dem Geld. Oh, dir geht's echt nicht so gut. Deswegen steh mal auf. Geh mal aufs Klo. Und dann kannst du auch zurück schlafen gehen. Muss aufs Klo? Ja, tatsächlich, egal. Dann, aufs Klo. Und danach darfst du dann auch schlafen gehen. Was ist das? Nein, 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 nein. Du kannst doch bestimmt hier chatten. Hör zu, du hast hier so ein Smartphone. Ein Smartphone. Und dann kannst du, plaudern mit. Ruf doch einfach mal Sven an. Steve Payune. Dumba. From Boy Ukinik. Trip. Demay. Siehst du gleich schon viel besser. Da hast du einen Freund, der sich auch für dich interessiert. Können wir den vielleicht mal einladen? Ne, nicht du. Wo ist er denn? Da. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Hat er Lust rüber zu kommen? Er wird gleich da sein. Okay. Dann werf dich mal schnell in Schale. Machen wir mal Abendkleidung. Das ist zu formal. Party. Ja, das hat doch was. So, wo ist er? Komm mal hier hin. Dann wird er gleich umfallen. Oh, er ist traurig. Oh mein Gott. Hereinbitten, komm rein. Oh mein Gott, was ist los mit dir? Prüfen wir mal, ob er heiß ist. Vielleicht ist er ja krank. Ist klar, sorry. Teilen wir mal Fotos. Ich wollte echt das nicht als Anmachspruch geben. Nein, machen wir mal kennenlernen. Komm. Komm, dann machen wir mal, gibt's irgendwie Trösten? Komm. Wie schockiert er guckt. Ich mach mal so ein bisschen was. Vielleicht funktioniert das ja noch, dass die beiden zusammenkommen. Bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Über Interessen reden. Dramatische Geschichte erzählen. Dreh dich doch zu ihm. Ihr habt aber auch Probleme, hör mal. Oh, guck mal, die sitzen schon mal zusammen auf dem Sofa. Nachtragfragen. Ob er wohl einziehen möchte? Nee, komm, das ist Kacke. Ich will nicht noch ein Zimmer haben. Medizinischen Rat geben wir ihm dann einfach mal. Aber die verstehen sich doch ganz gut. Kann ich eigentlich fragen, ob er Single ist?
Gloria and Fluba. Ospa, Noi. Ha! Mm-hmm. Gelna Blasch. Murph. Bool. Oh, hallo Ellie. Grenobla. Oh, Quink. Du könntest mal dich um den Garten kümmern, ne? Jeden. Huch. Kaum gucke ich mal weg, schon sind sie auch weg. Ach komm, wir bitten ihn einzuziehen. Komm. Oh fuck. Oh fuck. Fuckity fuck fuck fuckity fuck fuck fuckity fuck fuck fuck. Baby bekommen. Komm, alles gut, alles gut. Alles gut, Samantha bekommt ein Baby. Alles gut, alles wird perfekt laufen. Hallo? Komm zurück! Ja, ist schön, dass du Babys hast, aber... Verdammt. Das ging schnell. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Mädchen. Geburt, Leben, das Universum und alles warten. Es wird ein langer Weg, Kind. Samantha hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du es nennen? Ich habe ja schon gesagt, dass ich sie Diana nennen möchte. Und ja, sie wird schön heißen wie ihre Mutter. Play? Oh, oh mein Gott, das ist ja ein Alien-Baby. Oh mein Gott. Stimmt. Weil wir... Oh mein Gott. Samantha, du hast ein Alien ausgetragen. Oh mein Gott. Das ist krass. Wo bist du hin? Erstmal duschen. So. Darauf erstmal hier, ne? Techtelmechteln. Ach du Scheiße, Mann. Wir haben ein Alien-Baby. Das ist krass. Seid ihr bald fertig mit? Aber guck mal, die steigt relativ schnell. Die verstehen sich echt perfekt eigentlich. Wohin geht ihr? Tschüss, wir laufen jetzt um die Ecke, weil wir Techtelmechteln wollen. Die geheime Frage wird einfach hinter allen Ecken gestellt. Und jetzt, vor allen Dingen, er rennt so mega bescheuert, ey. Voll Panik, Baby, oh mein Gott, Baby, Baby. Na, hallo, nein, 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 nein. Du gehst zurück in dein Bett und schläfst. Das Baby kannst du dir später angucken, denn die machen da jetzt erstmal schöne Dingel drin. Deswegen geh ins Bett. So, in der Hoffnung, dass jetzt kein Baby entsteht. Hallo? Sven, wohin läufst du denn? Was ist los mit meinen Sim? Es läuft... Oh mein Gott, alle haben Geburtstag, Mann. Hallo? Stopp. Freundlich. Bitten einzuziehen. Jetzt hau rein. So. Hey, hör mal, ich bin zwar fast ein Senior, aber ich habe voll Lust noch so auf Abenteuer und ziehst du ein? Zusammenziehen, klicke auf OK, um Haushalt, aufzuteilen und zu verschmelzen. Okay. So. Oh mein Gott. Er hat ja Kinder. Ja gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich kann doch seine Kinder jetzt nicht weglassen. Ja, eben. Sorry, Sven. Du wirst nicht bei mir einziehen können. Du hast ja drei Kinder. Holy Macaroni. Ja gut. Das ist blöd.
kann dich nicht mit 3 Kindern aufnehmen, ne? Also, vielleicht können wir mal einen Anmachspruch bringen. Es zieht. Es zieht. Es zieht. So, dann fühlen wir mal direkt, ob er heiß ist. Dann erzählen wir den schmutzigen Witz. What the fuck? Dann bieten wir die... Hallo, der ist viel zu schwer. Dann, aufreizen, posieren. Ob das... Nee, das geht, glaube ich, noch nicht, ne? Nein. 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 Du bleibst hier. Du bleibst hier. Ein Kuss hauchen. Dann gestehen wir dir, wir fühlen uns angezogen. Dann flirten wir noch einmal. Dann fühlen wir nochmal, ob du heiß bist. Komm, das geht übelst schnell bei ihm. Und dann machen wir den ersten Kuss. Ob der uns jetzt abblitzen lässt, ich bin gespannt. Oh, es ist so cute. Oh, fuck, ich hab's verkackt. Na toll. Sind wir jetzt zusammen? In den Schrank, Baby, machen! Hau rein! So, los! Hau rein! Tut mir voll leid, weil du da jetzt deine Sachen drin hast, aber, beachte uns nicht. Das ist überhaupt nicht laut oder so. Und er pennt einfach weiter. Romantische Stimmung, hör mal. Jenny hat so lange nach einem Freund gesucht, das hat nie funktioniert. Und jetzt kommt Sven um die Ecke. Wir kennen ihn, als wir damals in dieses Sportcenter gegangen sind mit der Gruppe. Da haben wir ihn kennengelernt und es ging verdammt schnell. Das ging echt schnell. What the fuck, was macht ihr da? Macht den Schrank doch nicht kaputt. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. So. Schwangerschaftstest machen. Wir nehmen uns heute mal einen Tag frei. Urlaub nehmen. Nein. Urlaubstag nehmen. Sven, du bleibst hier. Der ist ein junger Erwachsener nur und hat schon 3 Kinder. Oh, der war fleißig. Oh, die kümmern sich alle um das Kind. Okay, das ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch für 2 Essen. Oh mein Gott, das ist voll cool. Große Neuigkeit erzählen und dann machen wir romantisch. Komm, sei Freund. Sei mein Freund. So. Jenny, komm, du brauchst jetzt einen Partner. Auch wenn er viel, viel jünger ist als du. Ist egal. Denn du bist jetzt von ihm schwanger. Hey, hör mal, ich bin schwanger von dir. Ja. Er freut sich halt voll, ne? Er hatte selber schon 3 Kinder und jetzt kommt sein 4. Das ist schon cool. Hunger, okay, gut. Sie isst auch was. So, wir haben heute frei. Oh, das ist so cool. Sie hat endlich einen Typen für sich gefunden.
Und jetzt sind sie auch zusammen. Oh, es ist so cool. Du hast 24 Stunden Zeit, um deine Rechnungen zu bezahlen. Das, setz das mal bitte fort. Okay, gut, er macht das schon von alleine. Wie viel sind wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind wir. 8. Oh, das ist schon krass. Ich hätte den schon ganz gerne in meinem Haushalt. Ich glaube, wir reisen mal zu ihm. So, und zwar machen wir jetzt mal M. Ach nee, ist es sein Haus? Ja, tatsächlich. Nee, stopp. Dann machen wir jetzt mal... Reisen mit Sven. Okay. So. Du wirst Sven dort treffen. Okay, werde ich auch schwer hoffen, denn wir fahren zu ihm nach Hause. Und dann können wir da vielleicht einfach mal auch seine Tochter kennenlernen. Und seine anderen beiden Babys. Das wird schon cool. Aber Mann, ich freue mich voll. Oh, ist das süß, ey. Oh, er hat richtig... Okay, hier fehlt ein bisschen was. Ich glaube, das habe ich sogar... Ich glaube, ich habe den sogar mal eine Zeit lang gespielt. Ach, stimmt, da habe ich ihn... Ich habe ihn von seiner Frau scheiden lassen. Mit einer Freundin haben wir zusammen gespielt. Und da war hier das ganze Wohnzimmer auch noch eingerichtet und sowas alles. Okay. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir haben jetzt schon 32 Minuten. Ich habe zwei Parts jetzt eigentlich, aber ich mache das zu einem großen Big Special Part. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Sims 4 an die Arbeit. Nee, Zeit für Freunde. Bis euch noch einen schönen Tag und tschüss.